Hallo ihr Lieben, da ist eure Kocheule. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir uns Bubble Bread. Und zwar sind das so kleine Bubbles, also hast ja im Prinzip Blase. Und sie sind wirklich süß und klein, mega fluffig. Schaut euch das an. Und meine Idee, gebackener Feta in so Schälchen mitgebacken, mariniert mit Knoblauch, Tomaten, Kräutern. Einfach mega lecker. Somit schlagen wir quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir machen uns Brötchen, backen uns den Feta mit, haben was zum Tunken oder einfach so als Beilage. Schmeckt mega lecker, probiert es unbedingt aus und bleibt dran. So, für unseren Bubble Bread Teig starten wir wieder mit dem Auflösen der Hefe. Und zwar gebt ihr in den Mixtopf einmal das Wasser, einmal die Hefe und euren Teelöffel Zucker. Und das Ganze wird für 2 Minuten auf 37 Grad Stufe 2 aufgelöst. So, jetzt kommt dazu unser Mehl. Olivenöl und 1 Teelöffel Salz. Das Ganze wird jetzt im Teigmodus für 6 Minuten geknetet. So, jetzt ist unser Teig fertig. Schaut so aus. Einfach nur perfekt. Den holt sich jetzt in der Schüssel raus, die bitte gefettet ist, damit einfach dann nicht alles kleben bleibt. So, ihr tat sich jetzt den Teig einmal so ein bisschen zu einer Kugel formen. Der ist wunderschön, also ihr merkt es auch beim Angreifen, so richtig schön weich ist der. Den gibt es eben in diese Schüssel gefettet. Jetzt wird kurz auf dem Vorspülmodus für Teig der Mixtopf gespült und dann geht es schon mit dem Marinieren vom Feta weiter. Und der Teig kommt währenddessen jetzt ca. 40 Minuten an einen warmen Ort und da lässt man aufgehen, bis wir schön sehen, dass sich da am Volumen was da hat und er schön aufgegangen ist. Genau, also spülen, gehen. So, zum Marinieren vom Feta geben wir uns jetzt die halbe Zwiebel, eine Knoblauchzehe und Petersilie mit dem Olivenöl und Oregano da rein in den Mixtopf. Setzt euch am besten den Mixi-Meiser ein, damit jetzt das Ergebnis auch schön gleichmäßig ist beim Zerkleinern. Wer den nicht hat, kein Problem, aber wer ihn noch nicht hat, schaut sie lieber das Video mal an und ändert diese Situation, weil das ist wirklich eines meiner absoluten Lieblingsprodukte. Schaut sich einfach an, was der Miximizer ist und kann. Dann das auf 4 Sekunden Stufe 4 zerkleinern. So, jetzt haben wir schön zerkleinerte Petersilie, Zwiebel, Knoblauch. Und jetzt darf ich bitte die Tomatenwürfel und den Feta in eine größere Schüssel. Ich habe da auch schon einen halben Teelöffel Salz dabei. Nicht zu viel Salz, weil wir haben ja eben eh Feta. Von dem her ist das mehr wie genug. Und jetzt gibt es diese Mischung mit dem Olivenöl. Das gibt es jetzt richtig schön da dazu. So, einmal durchmischen. Voll die schöne Farbe, gell? So, ich habe da jetzt 4 so Becherlein hergerichtet von Wundermix, die Wundercups. Ihr könnt natürlich auch Souffleförmchen, alles das verwenden, was ihr
Dann perfekt auf euren, entweder wie bei mir, also ich habe den Pizzastein Peter, das ist ein Rockstar von Vorwerk, ihr könnt vom Pampered Chef den Pizzastein verwenden, oh, meine Augen brennen, oder ein Backblech, was auch immer ihr habt. Und müsst einfach bitte was finden, das euch ihr so ein bisschen in die Mitte stützt. Müsst euch vorstellen, wir nehmen nachher unsere kleinen Bubbles, also vom Bubble Bread, und setzen die so rundum. Und die gehen dann rundum auf und in der Mitte soll dann dieser gebackene Feta sein. Ihr könnt natürlich auch eine größere Schüssel nehmen. Feuerfest ist wichtig, dass das ist. Eine Schüssel in die Mitte stellen und einfach alles in einer Schüssel aufteilen, ist auch kein Problem. Genau, wie gesagt, da wisst ihr euch bestimmt zu helfen. Und ich gebe jetzt eben das in diese Förmchen rein. Die sind halt einfach auch perfekt, weil, ja, wie gesagt, bis 240 Grad feuerfest und passen in dem Fall einfach ideal. Genau, und muss ich dir jetzt nur sagen? Ja, den Link gebe ich euch unten rein natürlich, dass ihr euch das auch anschauen könnt. Und das Video verlinken wir euch natürlich auch. Genau, und ihr seht jetzt, das teile ich da richtig schön auf. Und gleichzeitig wird das jetzt schon marinieren. Also das wird so ein bisschen mit dem Olivenöl und mit dem Knoblauch und so Zwiebel mariniert das Ganze, bis jetzt der Teig gegangen ist. Oh, sage ich gleich was. Den habe ich mir eben gefettet. Und da stellen wir uns jetzt einfach diese Dinger so drauf. Und jetzt könnt ihr euch das eventuell schon ein bisschen vorstellen. Rundum kommt dann unser Bubble Bread. Und da müssen wir noch ein bisschen auf den Teig warten. Und währenddessen tue ich lüften, damit meine Augen wieder aufhören zum Tränen. Und alles sauber machen und waschen. Und dann geht es schon weiter mit dem Teig. So, ihr Lieben, da zeige ich die Arbeitsfläche leicht. Bemehlen wirklich nicht zu viel. Und der ist jetzt einmal vorher aufgegangen und dann wieder zusammengeplumpst, weil ich schon so neugierig war. Und den darf ich jetzt einfach einmal komplett abwiegen. Das heißt, einfach mal da runter, Waage und darf ich ausrechnen, was 24 Stück aus 82 Gramm ergeben. Und ich bin so ehrlich, aber ich rechne mit dem Kopf sicherlich nicht, weil... Also ungefähr 34 Gramm Stückchen, da wir uns jetzt da einwiegen und ihr könnt da entweder den Deckel da verwenden oder ihr verwendet den Mixcover, den ihr so drauflegen könnt, statt den Deckel, wie immer ihr wollt. Und jetzt macht es euch 24 Stück, oh, die werden ziemlich klein mit circa 34 Gramm. Genau, auf 5 Mal habe ich es dann. Ah, jetzt sind es, genau. Ja, auf jeden Fall. Und dann tatsächlich so kleine Kugeln formen. So Bällchen, Bubbles, Bläschen. Und diese kleinen Bällchen, das jetzt einfach so rundum anordnen, bis ihr den ganzen Teig aufgebraucht habt. So, ihr könnt das jetzt mit Wasser besprühen, mit euren Wünschen da Sesam und irgendwas nur drauf streuen. Ich werde mir das nur überlegen. Auf jeden Fall werden die jetzt nur circa 20 Minuten auf die Seite gestellt an einen warmen Ort und einfach gehen lassen. Gegen Ende der Gehzeit dann eben das Backrohr auf 190 Grad Ober-Unterhitze vorheizen und dann hast du schon ab in den Ofen. Aber wichtig, diese Schälchen gehen wir erst gegen Ende dann, also in den letzten 10 Minuten ungefähr, ins Backrohr dazu, weil sonst ist der Feta zu tot gebacken. Das heißt, ihr stellt euch die nur auf die Seite und das jetzt ein bisschen gehen lassen. So, mein Ofen ist jetzt gerade fertig aufgeheizt. Ich habe mir jetzt die Brötchen
Ja, meine Bubble Breads habe ich mir mit Wasser bestreut, habe mir es mit weißem und schwarzem Sesam gemischt, bestreut. Und die kommen jetzt einmal eben für 20 Minuten ins Backrohr, und zwar 20 Minuten 190 Grad Ober-Unterhitze. Nach diesen 20 Minuten stellen wir uns diese Schälchen wieder in die Mitte rein und dann werden sie nur mal 10 Minuten fertig gebacken, der Feta wird fertig gebacken und dann haben wir es geschafft. Also ab ins Backrohr, mal für 20 Minuten. So ihr Lieben, das Bubble Bread ist fertig, ihr seht. Leckere, kleine, süße Bubbles und in der Mitte diese gebackenen Feta-Schälchen. Und am besten ist, ihr lasst das Brot nur kurz abkühlen, nehmt es euch dann, ich probiere da jetzt gerade, wo komme ich denn am einfachsten hin? Zu dem. Ja. Einmal runter und dann schaut euch das an. Mega. Fluffig und dann dunkt es einfach in diesen Feta ein und holt euch das dann da raus und ihr könnt es auch auf einen Teller stürzen zu den Brötchen dazu, also es ist jetzt völlig egal was ihr macht. Hauptsache ihr esst es. Lasst es euch schmecken, unbedingt. Probiert es aus und lasst es mir wissen in einem Kommentar, was ihr davon haltet. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Alles Liebe. Tschüss. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same, as they were a year ago. But all will be okay, I move on each